Und ja, ich weiß, es heißt Reaktionsvideo. Und ja, ich habe Rechtschreibfehler gemacht. Wow, das ist auch nur so eine kleine Absicherung, dass ich das Video verwenden darf und mir rechtlich nichts nachgestellt werden kann. Servus oder was geht ab? Oh, MTC, es geht der doch Banker, ich hoffe, euch schon direkt mal der gut Folge. Auf jeden los Fall, mit bevor das Werbung Video losgeht, möchte umlegen. ich ganz kurz nochmal gesagt haben: Leute, bitte an alle Leute, die dieses Video jetzt Ah. sehen, an alle Leute, bitte, und an alle, die Instagram haben, ihr wisst, worauf ich jetzt hier mal hinaus will. Folgt mir auf Instagram, der Name ist auch Wow. unten irgendwo nochmal eingeblendet und Geil, steht wie er auch in Werbung der macht. Beschreibung, auch, da ist auch ein Link dazu. Ah, ist Bitte also folgt klar, mir auf Instagram, dass ich bin das da nur Werbung zurzeit von sowas kommt, richtig Mann. aktiv. Ihr könnt Ja. sozusagen durch diese Bilder, die ich da hochlade, rausfinde, was ich den Ach, ganzen Tag echt? mache, so wo ich Das dient bin, wie ich Instagram? meinen Tag verbringe, Boah. was ich mache und Boah. so. Ihr Super. könnt mir halt auch, ich beantworte euch auch alle Fragen, so ihr könnt mich auch Boah, das persönlich auch. anschreiben, ich antworte euch auch sofort. Wie gesagt, Ey, der Leute, hat folgt genauso mir einen auf Zahn der Instagram, nur ganz kurz Quitanzi. hier eingeblendet der Name und unten auch in der Infobox. Würde mich sehr, 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 Passen sehr da 2 freuen. Euro rein? Und kommen wir auch gleich zum eigentlichen Okay, Thema. Und zwar, Leute, hat jetzt vor will er kurzem anfangen. Tanzverbot ein Video hochgeladen. Und zwar Varo4 Minecraft. Oh, krasse Und hat Musik, die sich er darüber hinterlegt hat, Mann. aufgeregt, Jetzt geht's dass los. sozusagen größere Minecraft-YouTuber, kleinere Minecraft-YouTuber jetzt pushen, bla bla bla, pipapo. Und das ist halt dieses Varo4 irgendwie so ein Projekt, keine Ahnung. Meine Meinung zu diesem ganzen Kack ist genau die gleiche Meinung von Tanzverbot. Was ist Okay. Minecraft? Ich möchte jetzt nicht die Leute haten, die da Minecraft draußen spielen. Ich meine, vielleicht macht es ja einigen Spaß oder so. Aber das ist jetzt meine eigene Meinung und ihr müsst jetzt nicht darauf hören, was ich jetzt sage, Seine aber ich Meinung möchte wird halt euch das sehr so mal spezifisch vermitteln, wie gleich ich da jetzt drüber gegenüber denke, allen so. Wisst ihr, was ich meine? Und gegengestellt, aber egal. Minecraft ist meiner Meinung nach der totale Bullshit. Alter, ich krieg da einen richtigen Ausraster, wenn ich das Ach sehe. Ich so, krieg du da einen kriegst ein richtigen Ausraster. Aggressionsspiel. Ich weiß nicht, Leute. Du kriegst Was macht ihr Aggression von da? einem Was Spiel. macht ihr da? Ihr geht da rum mit diesem Kack-Figürchen. Wie so ein Krüppel geht ihr da Ja. rum und habt da so einen Drecksblock in der Hand und den stapelt ihr. Ihr stapelt Blöcke. Ihr Ja, stapelt darum geht's. Blöcke. Leute, ich meine, es gibt Call of Duty, es gibt Modern Ja. Warfare ist Call of Duty, ich voll aus. Es gibt Ich werde am Battlefield, Ende es mal gibt, dazu keine ein Ahnung, bisschen was was ist, Alter, sagen und am Ende Destiny, das ein was ist bisschen euer Problem? analysieren und ja. Es gibt viele Spiele, Leute. Aber warum Minecraft? Was ist an Minecraft so besonders? Und dann ist es auch noch einer der beliebtesten Spiele. Ich verstehe das nicht. Ist so Was richtig schlimm, macht ihr Mann. da, Leute? Was macht ihr da? Wir stapeln Und Blöcke. dann, das Ding ist, wir als Call of Duty-YouTuber, also Ah, ich wir zähle als jetzt mal mich Call da of mit, weil Duty ich ja YouTuber, früher ja. sozusagen groß geworden bin durch Call of Duty, haben uns das erkämpft, diese Ja, durch Abonnentenanzahl, die die wir Abonnenten jetzt erkämpft. zurzeit haben. Aber die Ach so, es ist also Minecraft-YouTuber, relevant, die welches sind Spiel mit man 7 hat, bis 10 der Jahre Content alt. auf YouTube, wie gut er Was willst ist. du denn da sagen? Und haben Das Spiel 3.000, ist also 4.000 relevant. Abonnenten und fühlen sich fake? Was? Die laden ein Video hoch, wie sie Blöcke stapeln. Leute, gebt euch das mal. Die Ja. laden ein Video hoch, wie sie Blöcke stapeln. Sie nehmen einen Ja. Block und transportieren sie irgendwo anders hin. Ich check dieses Kack-Game nicht. Ich werde es nie anfangen zu spielen. Ich möchte es auch nicht spielen. Und ich will. Er weiß Nein, auf jeden Fall ich hasse genau, es. wie Das dieses Game Spiel überhaupt geht. anzugucken. Jetzt an alle, wie gesagt, draußen ist kein Hate, die das spielen. Das ist meine persönliche Meinung. Da pushen die sich auch noch untereinander. Dieses Varo 4 Projekt-Dings da, Zeugs da, Booms da. Ihr wisst, was ich meine. Und ist ja nicht so, als hätten die schon genug Abos. Nein, die müssen sich noch gegenseitig pushen. Die Oh. größeren YouTuber, die kleinen YouTuber. Ich meine. Du, Dafür ist ich Varo bin da, hier, auf Digga. jeden Fall. Kannst Okay, mich gerne pushen, so. ist Weißt du, vielleicht das 10%, Macho-Macht-Down, aber auf Digga. jeden Wer will Fall ist kleines YouTube da. 18-jähriges Kind sehen, was YouTube gerade da mal ist von da. der Schule Varo einfach da, abgehauen um je ist zu pushen. und Ich das meine, wer kennt's Minecraft nicht? Videos Varo, wer will produziert, Pusher in dem sein? er Ey. sagt: Hallo meine lieben Oh. Leute, ich bin's wieder, euer Clasher Minecrafter, und heute machen wir ein neues Video, und zwar werden wir heute ein geiles Haus bauen, Auf und jeden Fall. zwar, Leute, ganz Special Jedes Video Edition beginnt bei mit mir so. goldenen Blöcken. Ja, meine Freunde, wir Nee, bauen ein dafür müssen wir geiles erst Kackhaus fahren. mit goldenen Blöcken. Das finde ich sehr gut. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal alle ein Like da, weil das habe ich verdient. Und ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Video. Also. Nein, nein, Auf jeden ich Fall, werde also, richtig ihr ausrasten, wisst, genauso wie meine Videos Tanzverbot. beginnen immer so. Das ist Es meine geht typische nicht. Ansage. Es ist meine Meinung, Leute. Wie gesagt, ich finde es einfach total Bullshit. Und dann ist das, wie gesagt, bei Tanzverbot auch schon gesagt hat, die ganze Startseite einfach voll mit diesem Scheiß. Wer Ja. guckt sich denn Minecraft an? Wer will denn gucken, wie Leute da Wenn einen du dann immer Block auf die Videos aufbauen? Ich meine, klickst, bei mir dann zu werden sie Hause auch auch nach mit dir orientiert Pausenbrot-Videos und dann ist klar, aufbauen. Ist dass das da für immer mehr toll? Findet, Minecraft-Videos kommt dann kommen. jemand hierher und klatscht? Und du Wow. kannst dir dann die Krass, Bro. Startseite selber Krass, Mann. einrichten, Hey, Leute, indem du feiere ich echt spezifisch sowas? Leute abonnierst Wirklich, und denkt da dann, nochmal bitte drüber nach, ja, über meine Worte, die ich also, euch jetzt Mate. vermitteln möchte. Und in der Videobeschreibung ist auch nochmal Tanzverbot im Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und mehr möchte ich dann dazu einfach Ich nicht mehr glaube, sagen. das war's jetzt. Das kommt, Haut glaube ich, rein. Wie nur gesagt, noch schaut Werbung unten und auf jeden Fall deswegen. vorbei. MTC oder Werde ich jetzt Varo 4, erstmal Leute, das ihr Video wisst, so ein wo ihr bisschen seid. Link in der analysieren. Beschreibung. Ich glaube wirklich, diese Person denkt einfach nur, ach, das hier ist. Mal kurz das Mikro lauter stellen, das tut mir natürlich sehr leid. So, wegen Camtasia. Ich glaube, die Person denkt einfach nur, dass man in Minecraft das hier macht. Ja.
Boah, scheiße, daneben gesetzt. Ach ja, jo Leute, was geht? Heute bauen wir ein Haus. So. Jetzt brauche ich schon zwei Blöcke. Vielleicht muss ich mir hier hochstecken. Zack. Und. Tada. Ein fliegender Block. Ich glaube, diese Person denkt, dass Minecraft das alles ist. Und das finde ich schon ein bisschen traurig, wenn man sich über eine Sache nicht informiert. Denn ungefähr, ich glaube, 7% der Leute, die Minecraft spielen, spielen in Singleplayer only. Es gibt ziemlich viele Varianten und mit deiner Aussage von Clash Royals ist ein taktischeres Spiel, was ich hier mal kurz einblenden kann. Bin ich überhaupt nicht zufrieden, denn ich meine, deiner Meinung nach ist Clash Royals ein taktisches Spiel. Ich kann das jetzt auch einfach ganz easy schlecht stellen, indem ich sage, du sammelst Kärtchen und kämpfst dann gegen andere Kärtchen. Ende. Kann ich auch einfach schlecht stellen, aber das ist nicht die Sache. Es gibt einfach verschiedene Sachen. Wir sind zum Beispiel auf Gomme ganz normal, wenn Gomme nicht down wäre. So, es gibt verschiedene Sachen und ich meine, in Clash Royals hast du ein Ende. In Clash Royals hast du deine Kärtchen auf dem höchsten Level und ich mache das extra mal so ein bisschen ins Lächerliche ein Spiel, weil ich das jetzt mal genauso machen werde wie er, einfach irgendwas versuchen ins komplett Lächerliche zu stellen. In Clash Royale hast du deine Kärtchen und kämpfst gegen andere. In Minecraft hingegen kannst du alles selber programmieren. Du kannst alles selber programmieren. In Minecraft hast du keine Grenzen. Du kannst, und wenn du jetzt zum Beispiel kommst mit deiner COD-Community, wow, ich spiele auch CSGO, und jetzt du orientierst dich an einer Person, was die spielt, oder was meinst du damit? Und ich meine Clash Royals, es gibt sogar Clash Royals in Minecraft. Clash Royals könnte eigentlich von Minecraft komplett ersetzt werden, weil alles, was jedes Spiel, das es gibt, kann in Minecraft reingecodet werden. Und das ist, in Clash Royals wird es nie so gemacht. In Clash Royale kannst du nicht selber etwas erfinden, in Clash Royale nimmst du das von den Entwicklern hin. Gut, es gibt vielleicht ein, zwei Modifikationen dafür und das war's. Und das finde ich halt das Traurige daran, dass du dich selber nicht mal informierst. Es gibt hier genügend Sachen. Minecraft ist nicht einfach nur blöd rumlaufen. Keine Ahnung, was du da noch für Scheiße erzählt hast. Das ist viel mehr und ich glaube, von den 7%, die Singleplayer spielen, nehmen vielleicht 0,1% auch nicht mal oder so auf und laden das hoch. Und ich kann dir jetzt mal wirklich erzählen oder zeigen, was Minecraft überhaupt ist. Minecraft ist sowohl taktisch mit Taktiken wie WTAP, S-Tab oder ähnliches. Minecraft ist, glaube ich, das ein viel taktischeres Spiel als dann, wie du mit deiner Aussage gesagt hast, Clash Royale. Es ist einfach nur traurig, wenn sich Leute nicht genug über eine Sache informieren und dann die ganze Zeit dieses Spiel direkt ins Lächerliche stellen. Ich meine, ich könnte auch, und ich mache jetzt bewusst nichts, weil ich am Ende gleich noch Tipps oder Sachen zeige, und ich meine, ich könnte auch einfach nur sagen, wow, du sammelst in Clash Royals ein paar Kärtchen und kämpfst gegen andere Kärtchen und wer die besten Kärtchen hat, der hat gewonnen. So, das kann ich auch einfach theoretisch sagen. Aber naja, Minecraft basiert auf taktischen Sachen. In Minecraft kannst du alles reincoden, was es gibt. In Minecraft gibt es keine andere Möglichkeit, keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen, alles kann gecodet werden. Es kann jeder Spielmodi gecodet werden, jedes Game kann in Minecraft reingecodet werden. Wie du schon mit allen Sachen, ich weiß nicht, wie man nur so dumm sein kann. Also jetzt erstmal, hier zeige ich euch jetzt mal erstmal so ein paar Clips, ein paar Sachen.
Vergleich, es gibt in Minecraft ungefähr 60.000 verschiedene Spielmodi, die komplett auf anderen Ideen basieren. Clash Royale gibt es lediglich Matchmaking.